Kane, warum bin ich nicht überrascht? Weil unser beider Schicksal verflochten ist, Raziel. Wir sind wie zwei Flüsse, die sich trafen und sich nie mehr trennen können. Was du auch unternimmst, du wirst mich finden. Und mein angeblich freier Wille? Was ist daraus geworden? Du hast ihn noch immer. Und weil das so ist, bin ich jetzt hier. Deine Intrigen haben mein Schicksal in Gang gesetzt. Die Münze, die du warfst, hat die Erde erschüttert. Nun musst du auch die Folgen ertragen. Noch ist nichts entschieden, Raziel. Aber wenn wir eine Lösung finden wollen, mit der wir beide leben können, die uns beiden dient, dann darf Janos Ordre nicht erweckt werden. Weil du es nicht willst? Darf ich also nur dann frei wählen, wenn es dir gerade gefällt? Es steht viel mehr auf dem Spiel, als du denkst. Ja. Und nur Janos kennt die Antworten auf meine Fragen. Du musst mir vertrauen, Raziel. Unsere Pläne für Nosgoth und unsere eigene Zukunft sind sehr ähnlich. Ich muss dir vertrauen. Oder? Ich bin nicht hier, um dir zu drohen, Raziel. Das sagst du mit dem Werkzeug meines Untergangs in der Hand? Einst habe ich dich vor dem Reaver bewahrt. Mir liegt nichts daran, dich in die Klinge zu sperren. Aber wie lange, bis du deine Pläne änderst? Nicht nur du bist in Gefahr. Ich mag das Werkzeug deiner Vernichtung besitzen, aber auch ich gehe ein großes Risiko ein. Oder ist dir immer noch nicht klar, dass du die einzige Waffe führst, die mich vernichten kann? Dann weißt du, was ich bin und wer du bist. Ich denke schon. Und doch glaubst du, dass du mich wie einen Bauern lenken kannst? Niemals, Kane! Nimm dich in Acht, Raziel. Warum? Wenn wir sind, wer wir sind, müssen wir dann nicht auf Leben und Tod kämpfen, um das Schicksal Nosgoths zu besiegeln? Sei kein Narr! Ich kämpfe nicht gegen dich! Das ist also der vorherbestimmte Kampf der Helden? Ich gewinne, weil du nicht gegen mich kämpfst? Der mächtige Kane! Der Erbe des Gleichgewichts und der Erlöser Nosgoth gibt auf, bevor die Schlacht begonnen hat? Nun gut. Wenn du dadurch Vernunft annimmst... Jetzt wirst du mir zuhören. Das Herz der Dunkelheit darf nicht entdeckt werden. Seine Verwendung bringt großes Leid mit sich. Du weißt nicht, wo es ist, nicht wahr? Nein. Du hast nie danach gesucht. Das spielt keine Rolle, Raziel. Hör mir zu. Du musst erkennen, dass jedes Wesen an einen vorherbestimmten Pfad gebunden ist. Wir sind alle gefesselt. An das Rad des Schicksals. Glaub mir, das weiß ich sogar besser als du. Alle, bis auf einen. Denn aufgrund deiner Wiedergeburt bist du das einzige ungebundene Wesen, der einzige von uns, der wirklich einen freien Willen hat. Du kannst wählen, Raziel. Wählen, wie du es verlangst, nehme ich an. Dein Bauer ist am Rand des Bretts angekommen, Kane. Und nun bin ich vielleicht sogar mächtiger als du. Ironie des Schicksals, dass deine eigene Kreatur deinen Untergang besiegelt. Los, bringen wir die Sache zu Ende. Ein für allemal. Den Besiegten. Ich habe das Herz der Dunkelheit gefunden und du wirst vergessen. Kane war tot. Der Wahnsinn dieses Ortes hatte meine Wut genährt. Doch als sie sich legte, empfand ich keinen Stolz, kein Gefühl des Sieges. Stattdessen wurde mir klar, dass wir erneut blind in die Falle des Feindes getappt waren.
Ich konnte nicht sicher sein, ob Kane mich tatsächlich vernichten wollte. Und nun schien es, als würde ich es niemals erfahren. In meiner Abwesenheit hatten Möbius-Soldaten das Anwesen überrannt. Ich hoffte, dass sie den Eingang der Krypta und Janos Leichnam noch nicht entdeckt hatten. Von Vorador fehlte jede Spur. Raziel, der siegreiche Held. Ich nehme an, wir sollten dir gratulieren. Kane ist tot. Endlich. Ich nehme an, dass ich dir auch zum Tode Vorados gratulieren soll, nicht wahr? Oder hat er dich erleuchtet? Wir haben ihn. Aber nicht ohne einen hohen Preis zu bezahlen. Das hätte ihn gefreut. Er soll sich stärken, bis sein Kopf fällt. Auf dass endlich alle Vampire in Nosgoth tot sind. Und wird dich dieses Wissen stärken? Denn auch du wirst sterben. Für einen wahren Diener des einen Gottes ist der Tod niemals bitter. Ich werde gehen. Im sicheren Wissen, dass ich meine winzige Rolle im Plan unseres Meisters gespielt habe. Kane ist endlich vernichtet. Und du hast diese Tat vollbracht. Welcher Held denkst du, bist du nun? Der Erlöser der Vampire oder der andere? Hast du schon erkannt, dass es keine Rolle spielte, für welchen von beiden du dich hieltst? Solange das Ergebnis dem Plan entsprach. Und nun ist Kane tot. Wirklich, ich kann dir nicht genug danken. So, es war also alles geplant, jeder Schritt meines Weges. Und Kane dachte, ich könnte wirklich wählen. Tja, er hatte recht. Und das ist der größte Triumph. Den einzigen Spieler, der frei wählen konnte, dazu zu bringen, genau das zu tun, was wir wollten. Gut gemacht, mein treuer Diener. Und nun muss ich eine Hinrichtung veranlassen. Ich bezahlte einen hohen Preis für diese Reliquie. Ich gab mein Blut für die Antworten, die ich von diesem Leichnam begehrte. Es war der Preis für meine Freiheit, für die Kane mit seinem Leben bezahlt hatte. Ich war so weit gereist, hatte so vieles aufgegeben. Konnte dies das Ende sein? Ich erinnere mich. Raziel, der Erbe der Prophezeiung. Du kamst wegen des Reavers, kurz bevor die Sarafan mich fanden. Du wurdest hier vor 5 Jahrhunderten bestattet. Deine Mörder sind lange tot. 500 Jahre? Und Vorador? Auch tot. Deine Blutlinie wurde ausgelöscht. Das Zeitalter der Vampire neigt sich dem Ende zu. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Und ich komme nicht aus Nächstenliebe. Ich habe Fragen, die nur du beantworten kannst. Raziel, in dieser Welt gibt es Mächte, die dich täuschen und deine Bestimmung beugen werden. Aber glaube fest daran. Deine Ankunft kündet von der Erlösung der Vampire. Aber warum sollten die Vampire eine Waffe schmieden, die ihren Erlöser verzehrt und gefangen hält? Nein! Das kann nicht sein. Solange die Klinge existiert, nähere ich mich unaufhaltsam meinem Untergang. Du warst es, der mir dieses Los einst aufbürdete. Du allein kannst mich befreien. Raziel, man hat dich getäuscht. Du bist dazu bestimmt, den Reaver zu führen.
Das tue ich. Allerdings etwas anders, als du denkst. Erlöser und Zerstörer. Ist das möglich? Habe ich die Zeichen falsch gedeutet? Offenbar ist dein Schicksal verschlungener, als ich dachte. Du musst mir vertrauen, Raziel. Wir haben sehr wenig Zeit. Ich bringe dich nun zu dem Ort, an dem deine Fragen beantwortet werden. Wo sind wir hier? In der alten Zitadelle der Vampire. Sie wurde vor langer Zeit entweiht und verlassen. Diese Festung hat all die Jahre des Krieges gegen unsere Erzfeinde überdauert. Die Hilden? Ja. In dieser Kammer wurden wir Zeugen der Beschwörung der Säulen und der Verbannung unserer Feinde. Das ist ein düsteres Omen. Die Bindung ist in Gefahr. Die Stunde der Prophezeiung naht. Es ist zu spät. Die Säulen sind schon verdammt. Solange auch nur einer von uns lebt, gibt es Hoffnung. Die Säulen dürfen nicht in der Obhut der Menschen bleiben. Sie sind der Aufgabe nicht gewachsen. Warum habt ihr den Menschen die Säulen dann überlassen? Raziel, wir haben keine Zeit. Ich will antworten. Meinetwegen kann die Welt auf der Stelle untergehen. Nun gut. Die Hilden haben uns verflucht und uns einen unheilvollen Durst nach Blut auferlegt. Doch die eigentliche Rache unserer Feinde war die Unsterblichkeit. Sie haben euch vom Rat des Schicksals befreit. Sie haben unsere Seelen in diesem Fleisch gefangen und uns aus dem reinigenden Kreislauf des Todes und der Wiedergeburt ausgeschlossen. Und doch habt ihr den Fluch weitergegeben. Das war ein notwendiges Übel. Gottes Gnade gilt nicht den Unsterblichen. Er hat sich von uns abgewandt und ist verstummt. Viele haben sich selbst gerichtet, da sie die Abkehr unseres Gottes nicht ertrugen. Und was ist mit dir? Fluch oder Segen? Dies ist der Preis, den wir zahlen, um die Hilden aus unserem Land zu verbannen. Um die Bindung zu erhalten, musste unsere Blutlinie fortbestehen. Und so übertrugen wir die dunkle Gabe an die menschlichen Erben unserer gefallenen Hüter. Doch eines Tages rebellierten sie. Sie verweigerten sich dem Fluch und rissen die Säulen an sich. Und damit kommen wir zu unserem Problem. Solange die Menschen die Säulen beherrschen, wird die Bindung schwächer. Die Hilden stehen schon an den Grenzen ihres Gefängnisses und versuchen, wieder einen Fuß in diese Welt zu setzen. Und was heißt das alles für mich? Wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters, Raziel. Und du bist die erste Achse, um die sich unser Schicksal dreht. Unter diesem Raum liegt unser Allerheiligstes. Die äußere Kammer wurde geöffnet. Offenbar wurden die Ereignisse bereits in Gang gesetzt. Dies ist der Schlüssel für alle Mysterien, die du suchst. Ich kann dich nicht begleiten. Diese Prüfung musst du alleine bestehen. Bleibst du stark, bekommst du deine Antworten. Und wenn ich versage? Dann kehrst du nicht zurück. Ich hätte wissen müssen, dass du hier bist. Hier und überall. Jetzt und immer. Ich bin das Rad und seine Bewegung. Ich bin der Kreis des Lebens und der Tod. Und ich glaube langsam, dass die Vampire den Freitod wählten, um deiner Stimme zu entkommen. Verzichte in deiner Arroganz nicht auf meine Gunst, Raziel. Du hast deine Bestimmung erfüllt. Ich bin zufrieden. Was versuchst du dann auszulöschen? Warum hast du so große Angst vor mir? Was aus dir wird, ist egal, Raziel. Es war stets nur kein Schicksal. Das zählte.
Hüter aller Hüter des Gleichgewichts ein letztes Mal zu sich. Ariel, du? Ja, Raziel. Doch ich bin weit mehr, als ich war. Der Schleier vor meinen Augen ist gelüftet. Mein Geist und die Seelen meiner Vorgänger wurden gerufen, um die Klinge zu taufen. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, muss das Schwert geläutert werden. Befreie mich, Raziel. Der Soul Reaver hat die Macht dazu. Befreie uns alle, denn nur deshalb wurden wir gerufen. Gilt es noch zu bestehen. Du musst verbinden, was entzweit wurde. Erst dann ist der Erbe des Gleichgewichts für seine wahre Aufgabe gewappnet. Erst dann. Der Reaver erstrahlte in gleißendem Licht. Doch anstatt alles zu verstehen, war ich in einem riesigen Netz von Geheimnissen gefangen. Was wollte Janos mir zeigen? Und was bedeutete Ariels seltsame Botschaft, wenn das Schwert für den Erben des Gleichgewichts bestimmt war? Also Kane, welche Hoffnung gab es dann noch? Nun, da er tot war. Ich musste Janos finden, und zwar schnell. Ich wagte mir nicht vorzustellen, was dieses dumpfe Grollen bedeutete. Janos, was ist das? Die Bindung versagt. Alles ist verloren. Wir trafen in dem Augenblick ein, als ein junger Kane sein schicksalhaftes Dilemma als Hüter des Gleichgewichts erkannte. Als er beschloss, sich nicht zu opfern, besiegelte er den Untergang der Säulen. Raziel, vielleicht gibt es noch Hoffnung, wenn der eine gerufen wird. Du musst den Hüter des Gleichgewichts finden. Gütiger Gott! Ah, Raziel, so sieht man sich wieder. Du hast deine Rolle vortrefflich gespielt. Es ist sehr befriedigend, mit einem einzigen Schlag die Freiheit zu gewinnen und Rache zu nehmen. Nein! Du darfst nicht! Dieser hier ist stark. Gut. Für meinen nächsten Schritt brauche ich einen robusteren Wert. Sterbliche sind ja so zerbrechlich. Ob bewusst oder nicht, du hast uns das Instrument unseres Sieges gebracht. Ich würde noch nicht jubeln. Jämmerliche Kreatur. Du hast ja keine Ahnung. Die Zersetzung des Zirkels, Montanius' Besessenheit, Ariels Ermordung, der Zusammenbruch der Säulen. Das alles war nur das Präludium für diesen Moment. Wir suchten ein unbestechliches Medium und du gabst es uns. Wir brauchten das Blut unseres Erzfeindes und du brachtest uns Janos Ordren, nachdem wir dich mit dem Herz der Dunkelheit getötet hatten. Und was das Beste ist, du hast den Erben des Gleichgewichts getötet, um es zu bekommen. Wir haben bereits gewonnen. Raziel, lass nicht zu, dass sie ihren Plan ausführen. Töte mich und beende es. Oh. Selbstmörderisch wie die anderen. Vergiss nicht, Raziel. Der wahre Held spielt seine Rolle und tritt dann zur Seite. Du verblendeter Narr! Willst du dich unbedingt für die Vampire opfern? Du wirst diese Kammer nicht verlassen. Wenn ich muss, töte ich Janos. Nun gut. Ich werde nachsichtig sein. Raziel, bring es zu Ende, bevor er zurückkehrt. Oh.
hättest auf ihn hören sollen. Ist es vorbei? Dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Siehst du, egal wie weit du wegläufst, du kommst immer zu mir zurück. Gib auf, Raziel. Niemals. Deine Bemühungen sind vergebens, Raziel. Denn deine Waffe ist und bleibt eine Geisterklinge. Sie kann mir nichts anhaben. Du wirst mich nicht gefangen halten. Du hast keine Wahl. Deine Aufgabe ist erfüllt. Cain wurde aus der Geschichte getilgt. Und diese Kammer wartet nun auf meine willigeren Diener. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Du wirst meinen Willen nicht brechen. Du hast stets nach meinem Willen gehandelt, nie nach deinem. Du elender Parasit. Du musst mich einsperren, weil ich einen freien Willen habe. Gar nichts hast du. Da du unsterblich bist, kann deine Seele nicht zum Rat zurück. Stattdessen wirst du für alle Zeiten hier bei mir bleiben. Möbius, mein treuer Diener, ich rufe dich zum Ort unseres ersten Treffens. Komm zu mir zurück. Ich erwachte in einem düsteren Reich. Eine beunruhigende Stille hatte das Pochen meines Herzens ersetzt. Des Herzens, das eigentlich Janos Ordren gehörte. Wie war es möglich, dass ich noch lebte? Du bist immer noch hübsch, Vampir. Das wird dich nicht gehen. In diesem Reich wirst du hässlich werden. Du wirst bereit. Ohne es zu merken. Wo bin ich hier? Denkst du nicht jeden Tag an diesen Ort, Vampir? Oder sind wir wirklich vergessen? Dies ist das Exil, in das wir getrieben wurden. Aber schon bald werden wir frei sein. Wir werden frei sein. Ich wusste, welch dunkle Stunde dies in der Geschichte Nosgoths war. Denn dies war das Ereignis, das meine ganze Existenz bestimmen sollte. Ich hatte dem Schicksal getrotzt, als ich das Opfer verweigerte und die Säulen damit verdammte. Ich würde mein Reich auf ihren Ruinen errichten und ich würde die Priester der Sarafanen zu meinen Statthaltern ernennen. Und irgendwann würde ich den stärksten von ihnen, meinen Diener Raziel, in den Abgrund stürzen, um meinem Schicksal erneut zu entkommen. Und nun, was hatte ich wirklich verändert? Hatte ich die Zeichen falsch gedeutet, wie Möbius gesagt hatte? Hatte ich in meiner Arroganz meine eigene Rolle übersehen? Die Hilden sind kaum mehr als eine lästige Konsequenz. Ich werde mich beizeiten um sie kümmern. Das ist ein geringer Preis für Cains Tod. Nur nicht so voreilig. Cain! Was ist aus deiner Allwissenheit geworden, Möbius?
Erst deine Allwissenheit und nun deine Kräfte. Du wirst langsam alt. Das kann nicht sein! Der Teil von mir, dem dieser Stab schaden konnte, ist weg. Aber das wusstest du schon, nicht wahr? Ich galt schon immer als herzlos. Und nun, Möbius, wird es Zeit. Zeit, mich zu töten? Noch einmal? Deine einzige Lösung für alle Probleme? Töten! Halt den Mund. Weißt du, dieses Mal hast du nichts für mich. Denkst du, das spielt eine Rolle? Ich diene jemanden, der Macht über Leben und Tod hat. Dann geh zu ihm. Ich bin sein Ergebener, sein treuer Diener. Bald werden alle Schmerzen vergehen und mein Meister wird mich zu neuem Leben erwecken. Meister, es tut mir leid. Kein Grund zur Sorge. Irgendwie lebt Kane noch und hat mich getötet. Hilf deinem treuen Diener und... Geh zu deinem Meister. Kehre zum Rat zurück. Oh Gott, nein! Siehst du ihn jetzt? Den Unhold, dem du dientest? Hast du ihn dir etwa so vorgestellt? Nein! Und in diesem Wissen, geh und nähre ihn. Ich erlöse dich. Es ist egal, was du tust, Raziel. Möbius war ein guter Diener, aber ich brauche ihn nicht mehr. Er hat lange genug gelebt. Siehst du, selbst wenn du dich auflehnst, tust du, was ich will. Vielleicht, aber etwas hat sich geändert, nicht wahr? Du hast Kanes Rückkehr nicht vorhergesehen. Ihr seid beide dem Rat gefolgt. Und hier endet eure Reise. Du kannst keinen von uns beiden töten. Ah, aber ich kann euch aufhalten. Dann werdet ihr erkennen, dass die Vergessenheit eine Gnade sein kann. Du und Kane werdet für alle Zeiten hier begraben sein und einen gnädigen Tod herbeisehnen, der niemals kommen wird. Aber ich war mit neu gefundenem Wissen bewaffnet, das in mir brannte. Erlöser und Zerstörer. Möbius sah seinen Meister zum ersten Mal, als ihn der Soul Reaver läuterte. Nicht einmal die Urvampire hatten gewusst, wen oder was sie verehrten. Du musst verbinden, was entzweit wurde. Der ganze Konflikt und all seine Kämpfe, all die Angst und der Hass, dienten nur einem Zweck: das Rad meines Meisters anzutreiben. Alle Seelen waren in ihrer sinnlosen Existenz gefangen, richtungslos und abgestumpft. Erst der Tod brachte sie, ohne dass sie es wussten, zum Rat zurück. Noch dreht sich die Münze. Aber welche Hoffnung gab es? Man kann nur bekämpfen, was man sieht. Erst dann ist der Erbe des Gleichgewichts für seine wahre Bestimmung gewappnet. Verzweifle, Raziel. Es gibt kein Entkommen. Plötzlich wusste ich, was zu tun war. Ich allein konnte diesen Spuk beenden. Kane! Gefällt dir der Tod so sehr? Ja! Nein! Ja, genau so! Nein! Raziel! Soul Reaver.
frei von aller Verderbtheit. Dazu ist er bestimmt. Dazu bin ich bestimmt. Die beiden werden eins. Beide, Soul Reaver, verschmelzen. Und der Erbe des Gleichgewichts ist geheilt. Und ich bin weder dein Feind noch dein Untergang. Ich bin, wie einst, deine rechte Hand, dein Schwert. Nein, Raziel. Das ist keine Lösung. Und jetzt zeige ich dir den wahren Feind. Raziel. Und in diesem Moment sah ich ihn. So, nun habe ich mich dir offenbart. Was zum Teufel? Ich bin der Ursprung des Lebens und ich bringe den Tod. Ich bin die Narbe des Rades, der reinigende Zyklus, dem alle Seelen unterworfen sind. Hatte ich Raziel zu diesem Albtraum verdammt, als ich ihn in den Abgrund stieß? Über die Sinnlosigkeit deiner Taten nachgrübeln, da du für alle Zeiten unter einem Berg aus Schutt gefangen sein wirst. Dein Soul Reaver und du, ihr werdet im Laufe der Äonen den Verstand verlieren. Die Zitadelle der Abtrünnigen ist von nun an dein ewiges Gefängnis. Deine Worte sind ermutigend. Denn du würdest uns nicht richten, wenn wir dir nur schaden können. Nein! Du bist nichts! Falscher Gott! Das ist das Ende. Die letzte Umdrehung deines Rades. Das Rad wird sich drehen und deine jämmerliche Rasse wird ausgelöscht werden. Eines fernen Tages wird deine erbärmliche Seele endlich mir gehören. In der Zwischenzeit solltest du dich gut verstecken. Endlich waren die Masken gefallen. Die Fäden der Marionetten waren sichtbar geworden. Und ich sah die Hände des Puppenspielers. Es war eine Ironie des Schicksals, dass Raziels letzte Gabe mächtiger war als das Schwert, das seine Seele verschlungen hatte. Schärfer als die Vision, die mir sein Opfer schenkte. Den ersten bitteren Vorgeschmack jener Illusion, die sich Hoffnung nennt.